Weiter geht's mit Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Magnetilo möchte unserem Team beitreten. Oh, wow. Du vergisst, dass wir es waren, die deinen Freunden unser Team haben wollten. Von daher würde ich es einfach großartig finden, wenn sich dein Freund anschließen würde. Sehr gut, vielen Dank. Gib dein Bestes und steh deinem Teampartner nicht im Weg. Yeah, ich werde mein Bestes geben. Der wird überhaupt keine Möglichkeit haben, uns im Weg zu stehen, weil ich den sowieso nicht ins Team nehme. Aber das muss er ja nicht wissen. Hurra! Magnetilo ist jetzt Teampartner. Willst du Magnetilo einen Kosenamen geben? Kosenamen. Mir wird auf Anhieb nie ein Kosename einfallen. Nein. Ich werde mich im Partnerarealkraftwerk aufladen. Wenn ihr mich in euer Team braucht, holt mich im Kraftwerk ab. Okay. Der Weg links. Ne. Knuddelhof hat sich ein bisschen von Magnetilo anstecken lassen. Der Weg links von der Retterteambasis führt zu den Partnerarealen. Da ist ein Schild an dem Weg links. Von der Retterteambasis. Überhaupt nicht zu verfehlen. Das sind alle Geschenke für heute. Wenn du mehr Partnerareale haben möchtest, musst du sie kaufen. Boah, was für eine Abzocke, ey. Huch, was ist denn da los? Das sieht nach einem Auflauf aus. Bitte hilf meinem Freund. Bitte, ich brauche Hilfe. Auf keinen Fall. Dafür arbeiten wir nicht. Aber mein Freund braucht unbedingt einen Windstoß. Bitte. Hallo, was ist denn hier los? Der Aufruhr hier? Papunga bittet um eine Rettungsmission, aber erfolglos. Seht ihr den da? Den in der Mitte mit der spitzen Nase? Das ist ein Pokémon namens Tengulist. Er hat ein eigenes Retterteam. Aber sein Team ist gierig. Sie arbeiten nur dann, wenn die Bezahlung fristlich ist. Papunga bettelt um Hilfe, aber das arme Pokémon tut mir leid. Warte. Oh, was ist denn? Oh, das ist Simsala. Das ist Simsala? Kann es sein, dass du sehr kaltherzig bist? Um den Freund von Papunga zu retten, braucht es einen starken Wind. Eure Blätterventilatoren können problemlos einen solch starken Wind erzeugen. Es wird nicht schwer für euch sein. Helft diesem Pokémon. Na gut, wir machen's. Wow. Dieser Tengulus hat sofort eingewilligt, ohne Diskussion. Sag mal, wer ist das überhaupt? Was? Das weißt du nicht? Das ist Simsalas Team. Sie sind das berühmteste Retterteam der ganzen Umgebung. Das ist Glurak. Sein Flammenwurf kann Berge schmelzen. Und das ist Despotar. Er ist mächtig stolz auf seinen gepanzerten Körper und seine große Kraft. Und das ist ihr Anführer, Simsala. Simsala mag keine körperlichen Angriffe. Er kämpft mit psychischen Kräften. Er ist gesegnet mit einem enormen Gehirn und einem IQ von 5000. Das heißt, er hat sich alles gemerkt, was hier auf der Welt geschehen ist. Simsala gibt in diesem Team die Anweisungen. Er ist der Anführer. Danke! Du musst mir nicht danken. Es sollte selbstverständlich sein, dass man dir hilft. Wenn dich wieder jemand abweisen sollte, lass es mich wissen. Pass auf dich auf. Cool. Ich hatte nichts anderes erwartet von einem Retterteam mit Goldrang. Was ist los? Was ist? Nichts. Es ist nichts. Lasst uns gehen. Wow, ich hatte richtig Angst. Cool. Wow, Nagi. So müssen wir auch mal werden. Lass uns doch mehr Mitglieder gewinnen und ein Retterteam erster Klasse werden. Nicht, wenn ich was dagegen tun kann. Am nächsten Morgen. Ja.
Guten Morgen, Nagi. Sag mal, Yokotero, hast du eigentlich kein Zuhause? Flap, flap. Klock. Oh yeah, das müssten meine bestellten Waren von eBay sein. Bäh. Nur mehr Spam. Will ich nur? Nix? Ach. Suchen wir uns einen neuen Job. Hey Kikleon, was hast denn so? Oh je, du hast keinen Platz für weiteren Stoff. Sorry. Dann verkaufe ich dir was. Ich vercheck dir was. Hier, habe ich einen krassen Wechselorb für dich. Kannst du bestimmt gebrauchen. Ah, immer doch. Für 150. Deal. Nein, ich werde nicht verkaufen. Ich möchte kaufen. Ah, ist kein Belebersamen. Ach, dann immer her mit dem Schlafsamen. Jep. Aber bitte, vielen Dank. Dann greif zu. Nö. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Ach, naja, einigermaßen. Ich gehe erstmal zum Arbeitsamt und suche mir einen neuen Job. Ja. Rette Plusel, ich habe mich verlaufen, Hilfe. Nein, ah. Okay. 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 So. Hier waren wir ja noch gar nicht drin. Schauen wir uns mal um. Hallo, dies ist der Schalter für die Freundrettung. Wie kann ich dir helfen? Gar nicht. Was geht bei dir ab, mein Freund? Ich erkläre dir, was wir dir hier bei der Pelipapos bieten. Deine Fragen beantworte ich dir gerne. Hallo, ich kümmere mich um Dankebriefe. Danke, danke. Bitte, bitte. Hey Knuffenser, schon gehört? Ein neues Trainings... Ja, das hat er auch schon gesagt, oder? Das ist ganz einfach zu finden. Folge einfach diesem Pfad nach Süden, dann siehst du es schon. Wenn du auch ein Retterteam hast, solltest du das Dojo unbedingt mal besuchen. Na, schauen wir es uns zumindest mal an. Hey Makuhita, das ist das Makuhita Dojo, nur ausgedehntes Training verhilft zu wahrer Stärke. Später vielleicht, mein Freund. Gut, ich werde dich wiedersehen, wenn du mein Training benötigst. Boah, ich und Training, ich bin ein Naturtalent. Ah, na, warum spreche ich Klofenser an? Nein, lass mich in Ruhe, Klofenser. Lass mich in Ruhe, du Blasemaschine. Ja, Kampfdojo, ich weiß. Ist gut. Was verkauft der andere Kekleon eigentlich? Ach ja, ich habe keinen Platz für weitere Items. Ist ja gut, sag mal keinen... Hier, Wurforb. Ach, nur diese blöden Orbs. Stimmt, Rettungsjob auswählen, nicht vergessen. Und um diese Jobs kümmern wir uns dann im nächsten Video. Bis denn dann.